Vielen Dank, Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Ich glaube, wir können zumindest festhalten, in einem Punkt sind wir einer Meinung. Wir glauben, dass es richtig ist, dass Kinder in Nordrhein-Westfalen schwimmen können. Aber da kann ich mich dem Kollegen Weiß nur anschließen. Damit hat es sich dann auch mit den Gemeinsamkeiten. Ich will aber mal versuchen, ein wenig Licht in Ihr offenkundiges Dunkel zu bringen. Wenn sowohl die FDP als auch die CDU hier vorträgt, es gäbe ja gar keine Zahlen und gar keine Grundlagen, da habe ich was für Sie vorbereitet. Man muss einfach nur ein bisschen gucken, man muss nur ein bisschen lesen, dann wird man folgende Informationen finden. Da ist vielleicht die eine oder andere auch dabei, die von Ihnen gar nicht erfragt war, die ich aber nichtsdestotrotz interessant finde. Also, zum einen, weil Sie, Herr Kerbein, unterstellt haben, dass die Quote der Schwimmfähigkeit eigentlich nicht besonders herausragend ist bei den Schülerinnen und Schülern in Nordrhein-Westfalen. Wir wollen festhalten, ja, zum Abschluss der Grundschule sind es 85%. Ich will aber auch unterstreichen, dass beim Erreichen des 17. Lebensjahres 98% der Kinder und Jugendlichen in Nordrhein-Westfalen schwimmen können. Das würde ich mal für einen durchaus ganz guten Wert halten. Weiterer Punkt, den Sie gar nicht angesprochen haben, weder die FDP noch die CDU. Bei der FDP wundert mich das ja nicht so besonders. Woher kommt denn das? Sie haben nach den Gründen gefragt, Herr Dr. Kerbein. Worin liegt es denn begründet, dass unter Umständen die Schwimmfähigkeit unterschiedlich ausgebildet ist? Ich möchte Ihnen dazu anraten, vielleicht einmal die KICS-Studie zu lesen. Die KICS-Studie hat sehr viele Daten erhoben. Das würde auch Ihnen entgegenkommen, Herr Kollege Müller. Die kann man sich anschauen. Und dann wird man finden, dass es eben nicht nur darum geht, ob es Wasserflächen gibt und wie die Qualität beim Schwimmen lernt und so weiter und so fort. Eine ganz wichtige Rolle spielt auch die sozioökonomische Lage der Familien. Wir werden nämlich finden, dass Teilhabe am Schwimmen, was ja Sie berechtigterweise gesagt haben, Herr Dr. Kerbein, dass das eben auch Freizeitgestaltung bedeutet, dass das auch gesundheitliche und entwicklungspsychologische Effekte positiver Art hat. Aber es gibt dort eben auch eine soziale Spaltung. Denn die Eltern, die ihre Kinder unter Umständen schon vorher zum Schwimmen bringen, sind diejenigen, die sozial besser gestellt sind. Und diejenigen, die das nicht tun, sind meistens diejenigen, die sozial einen schwächeren Status haben. Dass Ihnen das wahrscheinlich relativ egal ist, überrascht mich an dieser Stelle kaum. Ich finde aber, dass diese Daten an der Stelle nicht unerwähnt bleiben sollten. Und auch bei der Frage der Menschen mit Migrationshintergrund haben wir durchaus eine gewisse Unterdurchschnittlichkeit der Schwimmfähigkeit bei diesen Menschen. Und wenn wir jetzt hingucken, bei den Menschen, die zu uns kommen, dort sind auch nicht in allen Herkunftsländern die Schwimmfähigkeit besonders prioritär, dann finde ich, sollten Sie sich doch noch mal unseren Entschließungsantrag genauer angucken. Da kommt nämlich mehr als irgendwie, wir bräuchten mal hier Daten und da Daten. Da kommt auch die konkrete Anforderung, insbesondere mit Blick auf geflüchtete Kinder und Jugendliche, müssen wir hier besondere Programme schaffen, um diese Kinder und Jugendlichen auch schwimmen lernen zu lassen. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass man da natürlich auch schauen sollte auf die Erwachsenen, denn nicht nur Kinder und Jugendliche ertrinken, sondern auch erwachsene Menschen sind da durchaus gefährdet. Fassen wir doch mal zusammen, warum wir gesagt haben, wir brauchen dringend einen Entschließungsantrag. Ich will mal sagen, was ich jetzt mitgenommen habe aus den Redebeiträgen von FDP und CDU. Also, wir brauchen zentrale Erhebungen und wir brauchen dieses und jenes und wir müssen alles zählen, 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 zählen. Zusammengefasst kann man sagen, CDU und FDP wollen Daten. Wir als Rot-Grüne und diese tragenden Fraktionen wollen, dass die Kinder am Ende schwimmen können und nicht einfach nur Daten und Zahlen erfassen. Vom Wiegen, und das habe ich Ihnen schon, Herr Kollege Müller, damals bei den motorischen Tests gesagt, vom Wiegen wird die Sau nicht fett und von Zählen kann kein Kind schwimmen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will Ihnen ruhig zugestehen, dass natürlich es auch die schwarz-gelbe Regierung gewesen ist, die es nicht geschafft hat, die Schwimmfähigkeit nach unten zu bringen, sondern auch Programme dazu gemacht hat. Das ist überhaupt nicht schlimm. Es gibt kein Programm, was so schlecht ist, dass man es irgendwie nicht noch weiter bearbeiten könnte. Also NRW kann schwimmen und quietschfidel. Natürlich hat das Land dort die Schwimmfähigkeit mit verschiedenen Programmen versucht zu unterstützen, unterstützt das auch weiterhin. Allein im Bereich der Ferienkurse haben 16.000 Schülerinnen und Schüler schwimmen gelernt, allein im Jahr 2015. Ich finde, das ist auch eine Zahl, die es erwähnenswert wäre, hier auch in den Blick zu nehmen. Und wir brauchen eben nicht nur das Zählen von, was steht denn hier denn und darin und was haben wir denn da für Daten. Wir brauchen auch flexible Lösungsansätze. Das ist doch der Grund, warum wir einen Entschließungsantrag geschrieben haben. Denn in Ihrem Antrag steht doch einzig und allein drin, wir wollen irgendwas zählen und wie Graf Zahl durch die ganze Lande laufen. Wir brauchen Ansätze. Und dazu haben wir in unseren Beschlusspunkten, wenn Sie gelesen hätten, hätten Sie es gefunden, genügend Ansätze geliefert. Wir möchten, dass quietschfidel auch weiterhin mit den zur Verfügung stehenden Materialien in die Kommunen gebracht wird, weil dort lernen die Kinder schwimmen.
Und noch ein Satz auch dazu, weil Sie auch die Schwimmflächen wieder benannt haben. Ein Satz dazu. Natürlich, knappe Kassen sind beispielsweise ein Grund dafür, warum Bäder geschlossen werden. Aber auch zurückgehendes Nutzerinnenverhalten und auch der Wildwuchs dabei bei Spaßbädern. Die Leute haben dann weniger Wasserflächen, wo man tatsächlich auch schwimmen lernen kann. Und auch da ist doch nichts gelöst an dem Problem, wenn Sie losgehen und die Landesregierung Wasserflächen zählen lassen. Da brauchen wir doch Konzepte, wie beispielsweise die interkommunale Zusammenarbeit zu unterstützen, um zu sicherzustellen, dass wir zumindest bei den Kommunen gemeinsam Wasserflächen haben, wo unsere Kinder schwimmen lernen können und unsere Vereinsmitglieder auch weiterhin Wasserzeiten deutlich haben. Überschritten. Deutlich. Genau. Und ja, ganz deutlich überschritten. Bitte? Ganz deutlich. Bald eine Minute. Entschuldigung, dann möchte ich es dabei bewenden lassen. Ich glaube, man kann unserem Antrag sehr gut zustimmen und Sie sollten sich überlegen, ob Sie mal Inhalte bringen wollen oder weiterhin sich beim Zählen verkalkulieren wollen.